Der SC Freiburg empfängt Werder Bremen. Die Gastgeberinnen suchten gegen den Aufsteiger gleich den Vorwärtsgang. Caroline Simon auf Lina Magull, die gleich in den 16er zieht. Schöne Kombination über Simic und Kayikci. Da ist wieder Magull und Pfosten. Beim Nachschuss hat Werder-Torhüterin Anneke Borber Glück. Der Ball war aber deutlich nicht hinter der Linie. Die Anfangsphase gehört hier ganz klar den Freiburgerinnen. Magull hat über die rechte Seite ganz viel Platz, hält den Ball im Spiel, einen Haken und einen kleinen Umweg und dann landet der Ball bei Julia Gwynn. 1:0 für den SC Freiburg, ein traumhafter Kopfball genau vom Elfmeterpunkt aus. Das dritte Saisontor übrigens für die 18 Jahre alte Mittelfeldspielerin. Nach einer guten halben Stunde das erste Lebenszeichen der Gäste. Angrig leitet den Konter ein, Lürsen setzt sich durch, wird hier nicht angegriffen und haut einfach mal drauf. Latte! Da war Binkert im Freiburger Tor gerade noch mit den Fingerspitzen dran. Wir springen in die zweite Hälfte. Michelle Ulbrich bringt den Ball hoch rein. Freiburg bekommt den Ball hier nicht geklärt und ist unsortiert. Gabriele Todt zieht einfach mal ab und Giesecke hält den Fuß hin. 1:1, da haben die Freiburgerinnen aber ganz schön geschlafen. Der etwas schmeichelhafte Ausgleichstreffer für Bremen. Jetzt muss Freiburg eine Reaktion zeigen. Schöner Pass von Puntigam in die Tiefe. Bühl behauptet den Ball, Magull setzt jetzt zum Dribbling an und bleibt auch ganz cool vor dem Tor. Das 2:1 für Freiburg und das vierte Saisontor der Nationalspielerin. Die Gastgeberinnen sind nun aber am Drücker. Bremen viel zu passiv in dieser Situation, schaut hier einfach nur zu. Gwynn kommt zur Flanke, vorbei an Freund und Feind und da taucht Bühl auf. 3:1 das Tor für Freiburg, ein satter Abschluss der 16-Jährigen. Viertes Tor übrigens im vierten Einsatz. Respekt! Freiburg hat in der Schlussphase ein leichtes Spiel. Nochmal ein Freistoß. Magull steht in guter zentraler Position bereit, läuft an und zimmert den Ball ins rechte obere Eck. Das 4:1 Doppelpack, der zweite in Folge. Jetzt steht Magull schon bei 5 Treffern. Es war die letzte nennenswerte Szene in diesem Spiel. Freiburg gewinnt auch in der Höhe verdient mit 4:1 und ist nun punktgleich mit dem VfL Wolfsburg an der Spitze.